In diesem Video geht es darum, wenn sie sagt, du machst mir Druck, was das genau heißt und was du dann tun kannst. Mein Name ist Jenny Kühne und ich helfe Männern dabei, eine erfüllende Sexualität zu leben und ihre Partnerin wieder zur Lust zu verhelfen. Ja, also, was heißt denn das, wenn sie sagt, du machst mir zu viel Druck, hör auf damit. Tatsächlich ist das ein Satz oder wie soll ich sagen, ein Gefühl, was wir Frauen oft haben, wenn wir eben das so wahrnehmen, dass der Mann unbedingt jetzt nur zum Orgasmus kommen will und sozusagen über Tage oder Wochen sich so ein Druck anbahnt, dass er sozusagen seinen Druck ablassen will oder muss. Ich kann das ja, als Frau kann ich das ja selber gar nicht so nachvollziehen, wie sich das anfühlt und wie das ist. Und wir dann im Grunde nur diesen Druck wahrnehmen. Wir nehmen weder wahr, dass er Bock hat, noch dass er uns toll findet, dass er das ernst meint, dass er da selber drunter leidet. Ja, wir erleben das nur als Druck, den wir bekommen. Und wir machen dann, oder viele Frauen machen dann eben zu, gerade die Frauen, die in längeren Beziehungen sind, und sagen dann sowas wie, ja, lass mich doch, ich habe jetzt keine Lust, ne? So. Und das kommt daher, dass wir uns nicht gesehen und wahrgenommen und verstanden fühlen, ja? Sondern wir erleben das so, dass es um deine Druckerfüllung oder ne, um dein Ergebnis geht, um deine Lust. Und nicht darum, dass du mit mir als Frau jetzt in dem Moment Sex haben willst und genau spürst, was gerade ansteht. Sondern es ist, als würde es nur darum gehen, dass du jetzt sozusagen zum Orgasmus kommst. Und das, ich muss jetzt gerade atmen, wenn du dir das einmal so klar vor Augen geführt hast, dann ist das eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, wenn du das wirklich durchdringst, kann dazu führen, dass du dein Verhalten änderst und dass du es schaffst, mit diesem Druck anders umzugehen. Weil solange du diesen Druck aussendest, und das ist jetzt nicht gemeint, dass du das verbal sagst, sondern es ist gemeint, dass dein ganzer Körper jetzt unbedingt, ne, jetzt mal wieder zum Schuss kommen will. Das ist damit gemeint, ja? Und damit du das ändern kannst, brauchst du einmal dieses Mindset, wie sie sich fühlt und was es für sie bedeutet. Und dann aber auch Körper, also wenn du das durchdrungen hast, dann kann es auch sein, dass du das körperlich anders kompensieren musst. Und jetzt fehlt dir sozusagen, damit du das machen kannst, fehlt dir noch der Weg, wie es geht, oder was könnte man noch sagen? Der Trick, wie du da hinkommst, ja? Und der Trick ist, dass du eben deine Wahrnehmung änderst. Und zwar deine Wahrnehmung von deinem einzigen und besten Stück hin dahin, dass du ja einen ganzen Körper hast, der überall wahrnehmen kann und nicht nur an der einen Stelle. Ja? Und das ist so der eine Trick. Und der andere Trick ist eben, dass du deine Erwartung loslässt und in dem Moment bist. Also in dem Moment wahrnimmst, was gerade ist. Und wenn da für sie das sich doof anfühlt, dann ist es, okay, dann ist es für sie doof, aber dann vielleicht schenkt sie dir das aus Freude und Überschuss, aber vielleicht eben auch nicht. Und da sozusagen zu allem Ja zu sagen, was sich gerade zeigt, das ist sozusagen dann die Kür, ja. Und da wirst du aber, wenn du das beherrschst, wirst du wahnsinnig viele positive Rückmeldungen bekommen von deiner Partnerin. Weil das ist der Grundstein zu einer erfüllenden Sexualität. Und ich nenne das als Ziel, ne, nenne ich das die Präsenz. Deine Präsenz zu ändern, ja, und eben im Moment und mit all deinen Sinnen wahrzunehmen und auch zu reflektieren, was eigentlich gerade los ist und vielleicht auch, also weil diese Wahrnehmung schließt ja ein, dass du auch sie wahrnimmst, was sie gerade braucht.
Also du änderst sozusagen deinen Blick auf, hier ist mein und hin zu dem, wo ist sie denn gerade und was braucht sie denn? Ja? In diesem Sinne, mein lieber Mann, ich hoffe, das hat dir geholfen. Du likest mal hier den Kanal bitte und guckst dir weitere Filmchen von mir an. Und wenn du Fragen hast, kannst du dir auch Fragen stellen und du kannst dir auch mein E-Book mit Audiodatei runterladen. Da gebe ich nämlich super viel Input, was du alles, also was du brauchst an Wissen, damit du deine Frau viel, viel besser im Bett verstehen kannst und ihr dann auch die Sachen geben kannst, die sie gerne sich wünscht. Ja. Bis bald.